Bam! Okay, den hätten wir auch gleich. Durch Edwins neu geschöpfte Energie, durch mich und sowas, ne? Da geht es dann schon mal ein ganz Ecke zügiger. Also ein Mini-Skelett hier. Ach, da wieder so ein komisches Skelettviech hier. Und noch so einer natürlich. Ja, warte, warte, warte. Okay. Ich vergesse manchmal schon wieder, dass wir die ja nur töten können, wenn 42 gerade ist, sozusagen. Nein, wenn die Kugel auf dem Boden liegt, sag ich mal, und wir dann Flammeneffekt drauf machen oder sowas. Ist ja nicht schlimm, wir haben ja Mana Tränke. So, und jetzt drauf da. Okay. Wir können weiter. Wir müssen in die Nische rein. Da ist Renko. Sei gedankt. Du hast mein Leben gerettet. Ohne dich hätten mich die Dinger gleich beim Rausgehen in Stücke gerissen. Was machst du eigentlich hier? Unangenehme Viecher in der Kanalisation. Wir sollten wieder nach oben gehen. Was zur Hölle wolltest du ja alleine da unten oder außer jetzt Materialien suchen? Was zur Hölle wolltest du alleine dort unten? Ich brauche Material. Hast du die Körper gesehen? Man muss sich nur bücken, um Eisen, Leder und sogar ganzes Rüstzeug zu finden. Alles, was ein ehrlicher Schmied braucht, um eine angesehene Schmiede zu führen. Ja, für den Moment. Scheint, als hättest du nur Mist gesammelt. Du bist verrückt. Bist du völlig irre? Ich kann nicht den einzigen Schmied in der Gegend verlieren. Du gehst zurück zur Oberfläche und an die Arbeit. Und wenn ich dich nochmal woanders sehe als in deiner Schmiede, werde ich dich dort festbinden, klar? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte kein Material mehr, um zu arbeiten. Aber mit dem, was ich gefunden habe, kann ich weitermachen. Hättest du ja auch mich fragen können. Wobei, das ist einer der wenigen NPCs, weißt du, die dann halt selbst auf die Suche gehen und nicht irgendeinen tollen Abenteurer suchen, der dann den Mist für die erledigt, ne? Aber gut, hätten wir jetzt auch die Nebenquest soweit mehr oder weniger abgeklappert. Jetzt können wir zu Schwarzfrost gehen und ihm das Handwerk legen. Das Handwerk legen? Ist das richtig? Nee, natürlich nicht. Das kommt ja von mir. Egal. So, wir müssen in irgendeine Richtung. Wie wär's mit dieser hier? Yay! Hey, du da! Was geht ab? Au. Ich gehe da mal einfach weiter, ne? Ja, verfolgt mich ruhig. Ist nicht schlimm. Ich pull hier lieber alles zusammen. Na, können wir rennen? Können wir rennen? Wir können rennen. Edwin haben wir zurückgelassen, ja, also ein bisschen Verlust ist immer. Wobei, ich höre sie schon hinter mir trapseln. Will mir ja nur wieder an den heißen Knackepo hier anfassen, hier. Nun denn. Vulkan, ohne dich wäre ich nur eine weitere Leiche dort unten. Ja, das kann man nennen und du kannst auch eine Leiche hier oben sein. Jetzt haben wir den Stachel bekommen. Was ist denn jetzt der Stachel? Stachel ist ein Zweihandschwert. Macht zwei weniger Schaden als das, was wir haben. Wir können da auch noch Sockel reinpacken hier. Warte, wir legen das mal an. Machen hier... Herstellen. Setzen da mal irgendwie was Schönes rein. Crit nach einer Abwehr. Nee. Obwohl, ist alles Parierstange. Ah, okay. Physischer Schaden. Das ist sogar eine ganze Menge. Und hier haben wir dann nochmal was für den Knauf. Da können wir dann auch nochmal einen mehr Schaden. Oder halt jede Menge anderes Zeug. Gibt viel Widerstand, Frostwiderstand, Schwarzmagie, Anzünden schwere Waffen. Joa, nehmen wir doch mal. Irgendwas von des Todes und sowas ist nie verkehrt. Jetzt können wir hier auch nochmal gucken hier. Das ist nämlich jetzt das. Machen nämlich plus zwei mehr Schaden und jede Menge anderes Zeug. Alles nicht verkehrt. Gut. Haben wir doch wieder ein vernünftiges Schwert. Können dann auch die Attributepunkte da wieder anders verteilen, so wie wir halt lustig sind oder so. Müssen wir mal gucken, ne? Müssen wir jetzt nicht gleich und sofort machen, aber irgendwann halt, ne?
Ach nee, warte, hier geht's hier immer noch nicht lang. Aber hier geht's durch. Dann können wir hier in alle sämtlichen Richtungen gehen, um irgendwie voranzukommen. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass man diese zwei Schaden hier nicht wirklich merkt. Das ist immerhin wahrscheinlich noch besser, als wenn wir unser Standardschwert benutzen. Das geht das Prinzip. Das verdammte Prinzip. So. Mal gucken. Ich musste, glaube ich, hier lang. Wenn ich mich da nicht irre. Komm, lauf mal. Bisschen Speck abtrainieren hier. Aber wenn man sich also vorstellt, die hatten ihr Techtelmächte zwischen einem Haufen von Leichen. Ich weiß ja nicht, inwieweit das dann noch gesund und ansehnlich ist. Okay. Ich will das nicht weiter dokumentieren, ne? So, wir müssen jetzt... Hier müssen wir rum, dann müssen wir da... Dings, okay. Okay. Kommt, laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. So, dann hier einmal links lang. So, zur Abwechslung und so. Hey! Ist ja nicht wahr hier. Immer diese Sofortschläge hier, die ich immer kassiere und dann das Eis und der Tod. Der Tod, der steht mir gut. So richtig, richtig gut. Weißt du was? Ich bin weg. Macht doch euren Scheiß alleine hier. Ist doch wahr. Ihr könnt das schon, ihr seid schon groß. Ich bin da nämlich mal weg. Gehe nämlich lieber zur Hauptquest. Bevor ich mich hier mit irgendwelchen Kleinviechen noch rumschlage, da wieder Aggression kriege und sowas, muss ja auch nicht sein. So, das ist jetzt aber wirklich die allerletzte, ne? Du bist mein. Du gehörst mir. Davon träumst du wohl. Ich bin Fürst Schwarzfrosts Hauptkonkubine. Ich gehöre niemandem außer ihm. Ja, das ist okay. Ich werde ihm deine Leiche zum Geschenk machen, du Insekt. Zumal ich deine dürren Beine als Zahnstocher benutzt habe. Hier geht es nur um deine Macht. Meine Macht. Eben jene Macht, die dein Herr mir gestohlen hat. Glaubst du wirklich, du kannst mich besiegen, nur weil du meine Töchter bezwungen hast? Ja. Ich sollte dir dafür danken, dass du diese Huren für mich beseitigt hast, indem ich dir einen raschen und schmerzlosen Tod schenke. Dann versuch's doch. Leider hast du das Pech, dass mein Fürst Schwarzfrost andere Pläne hat, was dich anbelangt. Na, wollen wir doch mal sehen. Lass mich raten, sie kann auch nichts weiter als jetzt das, was ihre Töchterhuren jetzt auch schon konnten, ne? So, Mana-Trank hier und wieder ran an den Speck. Einmal anvisieren hier, damit ich überhaupt hier sie auch vernünftig treffe und immer im Visier habe hier. So, wieder ran und nochmal ein bisschen drauf hier. 300.000 Mana-Tränke später, es wird schon... Bisschen so draufhauen hier. Das sieht doch gut aus. Okay, das war doof. Das auch. Beziehungsweise hatte ich wieder eine Reaktion wie eine Schlaftablette. Aber es wird schon. Wenn er es schafft, dann sind wir es. Au. Au. Was du kannst, kann ich auch hier. Irgendwas irgendwo hinwerfen? Ja, super. Mit deinen riesigen, tollen Bomben hier. Heiltrank. Gerade so noch rechtzeitig. Au. Dämliche kleine Bitch. Sorry, aber ist so. Die hat einfach nur mehr Leben. Sonst hat sie nicht wirklich viel andere Fähigkeiten. Außer mit ihrer kleinen Luftbombe da unten auf dem Boden. Aber sonst ist sie echt kacke. Da fand ich ja den General der Todwächter schon spannender. Ja, komm schon. Komm schon. Heiltrank. Und wieder drauf. Bam.
episch das Tor geöffnet. Wie faszinierend. Du bist wirklich kurz davor, ins Reich des Fürsten Schwarzfrost einzudringen. Aber mach dir nichts vor. Du hast dir diesen Weg nicht alleine erkämpft. Es war der finstere Fürst selbst, der dir Geleit gewährte. Das wage ich ja gar nicht zu bezweifeln. Und allem Anschein nach weiß er jetzt, was er zu erwarten hat. Das sollte eine der faszinierendsten Konfrontationen der letzten paar tausend Jahre werden. Ich kann ihren Ausgang kaum erwarten. Ja. Nun, und ich kann es kaum erwarten, dass wir zur Sache kommen. Na, dann wollen wir mal, oder? Edwin ist hinter mir? Du bist hinter mir, ja? Gut. Dann mal auf. Was für eine durch und durch bezaubernde Idee. Wenn du sicher bist, dass du dich um deine Angelegenheiten hier gekümmert hast, dann sehe ich keinen Grund, das Unausweichliche noch länger hinauszuzögern. Ja, sonst könnte ich hier wahrscheinlich einfach nur mit den Typen reden, die hier sowieso schon rumstehen. Aber... Na gut, machen wir mal. Wir sind in einem RPG, wir machen das jetzt. Oh, nimm dir ruhig alle Zeit, die du brauchst. Ich persönlich brauche mich ja nie zu beeilen. Ja, ich auch nicht. So, Sibyl. Der Palast von Schwarzfrost ist am Ende dieser Stufen. Es könnte ungemütlich werden. Sicher, dass du mitkommen willst? Natürlich bin ich das. Hör auf, dich um mich zu sorgen. Du wirst uns alle brauchen, mich eingeschlossen. Irgendeine Ahnung, was uns dort oben erwartet? Irgendeine Ahnung, was uns dort oben erwartet? Ich kann es nicht genau sagen. Nur wenige, die den Palast eines dunklen Fürsten betreten haben, kamen zurück, um ihre Geschichte zu erzählen. Aber ich habe die Geschichte eines Mannes gehört, der behauptet, vom Tempel der Eisherzogin entkommen zu sein. Er sagte, der Palast habe sich nicht in Vertil befunden, sondern dass er in einer anderen Dimension schwebte. Ohne Frage ist er daher 5000 Kilometer gereist, um vom Palast zu fliehen und sicheren Boden zu erreichen. Und das in nur 2 Tagen. Das ist eine Menge. Du glaubst, dass die Geschichte wahr ist? Sie klingt wahr. Und wenn sie es ist, dann ist es möglich, zurückzukommen, nachdem wir die Stufen hinaufgegangen sind. Okay, wir werden endlich einem dunklen Eisfürst begegnen. Wir werden endlich einem dunklen Eisfürst begegnen. Wie fühlst du dich? Hast du Angst? Bist du aufgeregt? Ein wenig von beidem. Es ist so unglaublich. Ich wünschte, ich könnte ihn verhören, seine Motive verstehen, was ihn dazu angetrieben hat, die Welt in Eis zu verwandeln. Ich bin sicher, dass er dir alles erzählen wird. Ich weiß, dass das wohl nicht passieren wird, aber trotzdem. Ich würde wirklich gerne verstehen, was jemanden antreibt, ein Monster zu werden. Lass uns nur versuchen, das Monster zu erledigen. Was den Rest angeht... Ich bin bereit. Sag, wann es losgeht. Okay, Matras. Weißt du, was am Ende dieser Stufen ist? Aber natürlich. Mein hohes Alter hat mich nicht das Augenlicht gekostet. Dort ist der Palast von Schwarzfrost. Zumindest wird er heute so genannt. Bis vor kurzem, nach meinem Gefühl, wurde er nach seinem Architekten benannt. Ein gewisser Kugler? Bakul? Ich erinnere mich gerade nicht daran. Egal. Dieser Architekt erbaute den Palast für die Elfen vor einigen tausend Jahren. Ich glaube, er wäre sehr erbost darüber, was heute daraus geworden ist. Dieser Schwarzfrost hat eine Seite des Gebäudes abgerissen, um dort zu wohnen. Und die andere in die astrale Ebene gehängt. Bulcarel, das war sein Name. Dies war der Palast des Bulcarel. Ist es gefährlich? Gefährlich? Nun, für Sterbliche sicher. Aber da es nun schon ein paar hundert Jahre her ist, dass ich in das Astrale ging, wird es eine interessante Abwechslung. Okay, da haben wir nur noch Randfall, mit dem wir sprechen können.